Hallo und herzlich willkommen zu diesem Die Mütze spielt Special Ranked Edition Video. Wir schauen uns heute die Orkan an. Orkan ist für mich einer der besten Tier 8 Ranked DDs, die man spielen kann. Ich habe euch drei Matches mitgebracht, die zeigen, wie gut die Orkan in Ranked performen kann. Und damit starten wir rein in Game Nummer 1. Ich habe mir überlegt, ich fahre mit der Orkan in die Mitte. Natürlich ist es wichtig, gerade Ranked zu schauen, was hat der Gegner an Schiffen zu bieten. Also wir haben zwei DDs, eine Lightning, eine Luyang, Amalfi, Mainz, eine Poshaski und eine Hawk. Wichtig zu wissen ist, Luyang kann ein 5,5 Kilometer Hydro dabei haben und Lightning hat ein 3 Kilometer Hydro. Das sind die DDs, gegen die ich fighten muss. Gun-technisch bin ich auf jeden Fall überlegen. Und auch mit dem Heal habe ich natürlich ein sehr gutes Trade-Potenzial. Mein Ansatz war, erstmal über die Mitte spielen, schauen, was wir da so reißen können und möglicherweise den ein oder anderen DD catchen. In dem Fall pusht die Hawk in B rein. Das heißt für mich, ich muss erstmal ein bisschen Land gewinnen, weil er sehr, sehr aggressiv reinfährt. Habt ihr im Ranked sehr, sehr häufig BBs, die aggressiv reinfahren? Und als wäre das nicht noch genug, versucht jetzt die Lightning mich zu killen. Man muss ehrlich sagen, von der Lightning kein cleverer Move. Ich habe den DPM und ich habe das Radar und man sieht jetzt gerade durch das Radar, kann ich ihn für sein aggressives Play sehr, sehr gut punishen. Das heißt, damit erster DD-Kill für mich, währenddessen noch ein Torp-Treffer auf die Hawk, kriege jetzt auch noch einen Brand, was natürlich sehr, sehr nice ist. Und damit kann man schon was sagen, mit dem Kill auf die Hawk sieht es für uns sehr, sehr gut aus. Ich kann jetzt in aller Ruhe D-Cappen. Wir haben jetzt überhaupt niemanden, der contesten kann. Damit sind wir hier relativ gut aufgestellt. Oben ist die Flanke frei, das heißt mein Team kann reinpushen. Unten sieht es nicht ganz so gut aus. Wir haben unseren DD verloren. Und des Weiteren verlieren wir jetzt auch noch unsere Atago. Ist natürlich ungünstig. Jetzt haben wir einen guten Vorsprung an Schiffen rausgespielt, aber auch gleichzeitig wieder eingebüßt. Das zeigt auch, wie schnelllebig Ranked ist, dass ihr da wirklich aufpassen müsst, weil nur weil ihr zwei Schiffe vorne seid, heißt es nicht, dass ihr das Ding auch holt. Hab jetzt gewusst, okay, ich hole jetzt erstmal das Cap und mein nächster Fight wird gegen die Luyang sein. Hab jetzt gewartet, okay, Cap habe ich gleich. Torp jetzt mal den Spot ab, wo er wahrscheinlich reinfahren wird, um zu cappen. Und schau jetzt auch, dass mein Radar ready wird, mein Heal ready wird. Also ich fahre jetzt nicht aggressiv auf ihn drauf. Ich warte, bis meine Consumables ready sind, dass ich ihn im richtigen Moment fighten kann. Gerade das Radar ist für mich wichtig, weil ihr seht, er spottet mich sehr, sehr weit out und deswegen muss ich in dem Fall das clever spielen und versuchen, mein Radar richtig auszuspielen. Schaffe ich in dem Fall auch ganz gut. Resets, bin auch im Kite, nehme natürlich relativ viel Schaden. Versucht das jetzt auch ein bisschen wegzudodgen. Man muss jetzt wirklich sagen, der
kleine Insler hilft mir jetzt massiv. Was mir natürlich jetzt auch gerade sehr, sehr hilft, ist jetzt dieser Smoke von der Liang. Hätte der sich jetzt nicht gesmoked, wäre ich höchstwahrscheinlich dead gewesen. Kann jetzt mein Heal ziehen, komme jetzt noch weg. Er hat einen Permabrand und ich habe jetzt auch meine Torpedos ready. Werd jetzt nochmal von ihm gespottet. Lass mich aber da auf keinen Gunfight oder irgendwas ein, weil ich genau weiß, eine Mainz auf 8 Kilometer ist mein Tod. Und gehe jetzt davon aus, dass er ungefähr in der Position ist, um ihn da mit Torpedos nochmal unter Druck zu setzen. Kann in kein Engagement gehen. Ihr wisst Bescheid warum. Mein Radar ist noch nicht ready. Bin jetzt spottet, ist natürlich jetzt ungünstig für mich. Und hab das Glück, dass ich ihn mit einem Torpedo rausnehme. Ist natürlich sehr, sehr nice für mich. Weil jetzt heißt es, A-Flanke ist clear. Mein Team hat inzwischen die Mainz gekillt. Und damit ist A komplett frei. Und der Sieg ist uns eigentlich nicht mehr zu nehmen. Man hat jetzt gesehen, die Orkan ist einfach in diesen Gunfights gegen die DS wirklich stark. Sobald ihr in so ein Crossfire reinkommt, wie jetzt gerade, da habt ihr Probleme. Deswegen versucht immer ein 1 gegen 1 zu spielen gegen Gegner DDs. Dafür ist die Orkan einfach am besten. Na, da könnt ihr richtig schön Druck aufbauen. Mit dem Heal könnt ihr auch etwas länger überleben, diesen Gunfight. Worauf ihr aber aufpassen müsst, ihr habt keinen Smoke. Das heißt, wenn ihr spotted seid, entscheidet der Gegner DD meistens, wann das Engagement beendet ist. Weil wenn ihr kein Radar habt, könnt ihr nicht spotten. Und wenn er Smoke hat, geht er im Normalfall auch zu. Und dann habt ihr natürlich das Problem, was schießt noch weiter auf euch. Aber die Runde haben wir jetzt gewonnen. Fehlt jetzt nur noch die Amalfi. Und dann schauen wir uns noch den Endbildschirm an und springen dann damit auch gleich in Game Nummer 2. Hier nochmal kurz der Endbildschirm. War jetzt keine herausragende Runde, aber wir haben den Sieg gut eingeleitet mit unserem frühen Engagement auf die Lightning und auch dem Kill auf die Lu Yang. Von der Teamwertung her knapp 2k Base, also doch auch eine solide Runde. Damit herzlich willkommen zu Game Nummer 2 mit der Orkan. Wir haben durch Zufall dieselbe Map. Strategie wird jetzt auch wieder ziemlich ähnlich sein. Ich habe mir überlegt, ich fahre wieder am Anfang Richtung Cap, um da Druck aufzubauen, weil ihr gerade im Early Game, wenn der Gegner sich vielleicht falsch positioniert, wirklich guten Impact haben könnt. Ihr versucht ein 1 gegen 1 gegen den Gegner DD zu forcieren. Natürlich ist es auch wieder wichtig zu gucken, was hat der Gegner für DDs, beziehungsweise was hat der Gegner für Schiffe. Zum einen ein U-Boot, wir haben eine Kit dabei. Kit kann gefährlich sein für mich. Eine Pocharski, eine Bismarck, eine Fladdy und eine Norka. Ich habe mich dieses Mal fürs A-Cap entschieden. Habe mir gedacht, okay, ist nur ein DD. Die Chance ist relativ hoch, dass dieser dann auch zum A-Cap fährt. Unser U-Boot fährt in die Mitte und damit sind wir auch erstmal relativ gut verteilt. Mein Team schiebt so langsam nach. Jetzt wird es
B-Cap gecapped, kann natürlich U-Boot, kann DD sein. Werden wir noch rausfinden. Ich setze auf jeden Fall schon mal die Crosstops ins B-Cap hinein. Schau, dass ich für mein Team spotte, dass wir so viel wie möglich Damage in die Gegnerschiffe reinbekommen. Mein Problem ist jetzt, ich weiß nicht so wirklich, wo der DD ist. Gehe davon aus, dass er wirklich im B-Cap ist, weil sonst hätte ich ihn im A-Cap schon lang gesehen. Kriege jetzt auch einen Torpedo-Hit. Das ist ein gutes Zeichen, dass ich die Kit wirklich in B habe. Das heißt, wir haben auf jeden Fall beim Gunfight schon mal einen deutlichen HP-Vorteil. Das ist nie verkehrt. Man sieht auch, wie viele Torp-Treffer man wirklich auch mit der Orkan machen kann mit nur einem Torpedowerfer. Also nicht zu unterschätzen. Ich versuche eigentlich auch fast immer mit der Orkan auf Kudern zu torpen. Hab jetzt das A-Cap geholt und werde jetzt Richtung B-Cap fahren. Da ist auch die Kit. Wir sehen, er hat auch schon Heal benutzt. Und mein Ziel wird jetzt sein, die Kit zu killen. Möglicherweise. Und vielleicht auch das U-Boot zu spotten, dass wir den U-Boot Kill forcieren können. Das Game ist aktuell ziemlich A-lastig. Man sieht's, fast alle BBs sind auf der A-Seite. Ich muss oben so ein bisschen auf den Cruiser aufpassen, weil der kann mich natürlich auch gut punishen. Kriegt den nächsten Torpedo-Hit, wahrscheinlich hinten ein BB gehittet, auch nochmal ein Flooding. Nie verkehrt sowas. Und fange jetzt auch an, gleich mal mich ins B-Cap reinzustellen. Jetzt werden wir auch gleich rausfinden, ob es geblockt ist oder frei. Natürlich weiß jetzt der Gegner DD, dass ich da bin, weil er sieht, okay, das Cap wird blockiert bzw. gecapped. Da muss ich auf jeden Fall jetzt drauf schauen. Mein Glück ist jetzt, dass der Cruiser hintenrum rausfährt. Das heißt, ich kann den DD in einem 1 gegen 1 stellen und hoffe, dass ich ihn jetzt in einer guten Position erwische. Was für mich heißt, die Guns nicht richtig gedreht und ich krieg ihn gut abgeholt. Cap ist jetzt geblockt, das heißt, entweder ist vorne weggefahren oder das U-Boot sitzt da aufgetaucht. Das weiß ich natürlich nicht. Bin jetzt spotted, also werde jetzt gepusht von der Kit und da ist es jetzt für mich natürlich ziemlich obvious gewesen, dass ich jetzt versuche, die Torps zu nehmen, bevor er seine Torps kriegt. Das gelingt mir auch ganz gut und damit torp ich ihn raus. Also ihr wollt eigentlich einen Nahkampf mit der Orkan nicht suchen. Ihr wollt immer auf Long Range mit euren Guns den Gegner DD killen. Und in dem Fall bin ich einfach das Risiko eingegangen und habe gesagt, okay, entweder er toppt mich raus oder umgekehrt. Und ich hatte in dem Fall einfach den besseren Torpedowinkel. Was euch natürlich jetzt auch auffällt, ist, das Cap ist immer noch geblockt. Das heißt, das U-Boot wird wahrscheinlich drin sein. Der Vorteil für mich ist jetzt in dieser Runde, dass ich das U-Boot in aller Ruhe jagen kann. Ich ziehe jetzt mal mein Radar, um zu wissen, wo ist denn dieses U-Boot überhaupt? Weil er blockt ja mein Cap. Das heißt, er muss aufgetaucht sein. Dadurch kann ich ihn letztendlich auch radarn. Mein Ziel wird jetzt sein, ihn versuchen zu killen und damit dann das B-Cap abzusichern. Weil aktuell vom Punktestand her ist es relativ ausgeglichen, auch was die
Schiffsanzahl angeht, sind wir wirklich sehr, sehr ausgeglichen. Spottys U-Boot, der ist immer noch aufgetaucht, komischerweise. Merkt jetzt auch, dass es ein bisschen ungemütlicher wird. Ich benutze natürlich meine Guns, weil er aufgetaucht ist. Da kommen seine Torpedos. Mit denen habe ich auch so ein bisschen gerechnet. Fange jetzt an zu cleansen. Und man muss auch sagen, ich bin jetzt in dem magischen 3 Kilometern drin. Das bedeutet, selbst wenn er mich versucht zu shotgunnen, macht es einfach sehr, sehr wenig Damage für mich. Und ich versuche jetzt, dem Ölteppich hinterher zu fahren und ihn damit rauszukriegen. Gelingt mir auch. Damit ist das mittlere Cap auch frei und ich kann in Ruhe das B-Cap holen. Das bedeutet, alle Moves, die ich jetzt gemacht habe, alles, was ich mir so überlegt habe, hat sehr gut funktioniert. Bin echt zufrieden gewesen in der Runde, weil ich die Key-Schiffe, das heißt den DD und das U-Boot, sehr solide gekillt bekommen habe. Hab gut für die Objectives gespielt. Finde ich, ist mit Orkan sehr, sehr wichtig. Des Weiteren habe ich es auch geschafft, den Gegner immer so zu catchen, dass ich ein 1 gegen 1 habe. Das ist enorm wichtig, dafür versuche ich zu spielen. Das klappt in manchen Games natürlich nicht so gut. Da muss man auch vielleicht mal ein bisschen mehr Feuer einstecken, als man denkt. Aber es sieht in der Runde auch wieder sehr, sehr gut aus für uns, weil der Gegner ist sehr weit weg von den Caps. Der Kreuzer wird wahrscheinlich gegen eine Norka mit dem HP-Pool nicht wirklich was tun können und ich kann währenddessen in aller Ruhe das nächste Cap holen. Trotzdem muss man im Ranked immer aufpassen. So ein Spiel kann sich immer noch ganz schnell drehen. Dann spielst du auf einmal ein 3 gegen 1. Währenddessen killt die Norka die Podchaski und damit ist auch die Flanke frei und wir haben wirklich nur noch 2 BBs. Und mit der Schiffszusammenstellung, die wir aktuell haben, dürfte das eigentlich kein Problem sein. Hab mir jetzt überlegt, okay, wir haben jetzt 3 Caps. Sieht alles relativ solide aus. Wir haben noch eine Norka, wir haben noch ein U-Boot. Will für mich jetzt einfach nochmal ein bisschen Damage farmen. Und versuchen, die Vladivostok noch rauszukriegen. Um dann dieses Game auch schnellstmöglich zu beenden. Damit geht auch die Norka raus und damit war ich 100% safe, dass wir dieses Game nicht mehr aus der Hand geben können. Und beginne damit noch die Vladi runter zu farmen. Wir haben den HP-Pool noch, wir haben noch einen Heal im Zweifelsfall. Wir versuchen halt auf Brände zu gehen und dann über die Brände ihn runterzufarmen, weil gerade die Russen-BBs haben halt relativ wenig Superstructure und da wirklich Pens zu bekommen ist nicht gerade leicht. Hielt sie jetzt nochmal gegen, kriegt den nächsten Brand
Also auf HE umgeladen, kriegt wahrscheinlich jetzt nochmal eine gute Salve, ja. Nochmal ein bisschen was, ziehe dann auch mein Heal. Und damit auch die Runde. Wieder zum Endscreen. Dieses Mal 3 Kills, ein U-Boot, ein DD. Also auf jeden Fall sehr, sehr gut. Key-Einheiten gekillt, 3 Caps geholt. Genauso wie ich es spielen wollte. 2 für Base, auch wieder eine sehr solide Runde. Damit herzlich willkommen zu Game Nummer 3. Wir sind weiterhin unterwegs mit unserer Orkan, diesmal auf einer anderen Map. Und zuerst wieder einen kleinen Überblick über die Schiffe, die wir im Gegnerteam haben. Wir haben einmal eine Le Fantasque, wir haben eine Lightning Z23, eine Vanguard, eine Bismarck und eine Tirpitz. Mein Gameplan war wieder klar, versuchen einen Early DD Kill zu fokussieren, am besten 1 gegen 1 beziehungsweise vielleicht auch in 2 gegen 2. Bin jetzt erstmal aggressiv Richtung Mitte gefahren, natürlich auch erstmal etwas vorsichtiger und habe jetzt überlegt, spiele ich für B oder spiele ich für C. Auf der Map ist B relativ gefährlich, weil ihr möglicherweise in Crossfire kommen könnt, wenn ihr Pech habt, auch gecrosstoppt werden könnt. Und gerade bei C sind es natürlich weniger. Gerade in C ist die Chance, dass ihr Crosstops bekommt, deutlich geringer. Stellen wir jetzt auch in Kite, weil wenn ich den Gegner DD spotte, möchte ich natürlich auch eine gute Position haben, um ihn abholen zu können. Drehe meine Guns vor, reverse jetzt ran und hoffe, dass ich ihn in C-Cap auch resetten kann. Die Instant mein Radar, weil möchte natürlich den Cap verhindern und so viel wie möglich auch Damage kriegen auf den DD. Haben wir in dem Fall Glück, wir haben ein 2 gegen 1 gegen einen DD, der keinen Smoke hat, und damit können wir bestimmen, wann das Engagement aufhört. Das ist für uns natürlich super mega stark und schaffen es da, die Le Fantasque gut runterzuschießen. Habe jetzt gemerkt, okay, es wird auf mich geschossen, bin deswegen erstmal so ein bisschen dabei, mich zugehen zu lassen, um auch fürs nächste Engagement nicht zu viel HP zu verlieren. Ja, man merkt, die Secondary BBs sind relativ nah dran. Das ist gefährlich, weil ihr dadurch sehr, sehr viel HP verlieren könnt durch die Secondaries. Hab jetzt mich dazu entschlossen, wieder Richtung C zu fahren, um möglicherweise die Le Fantasque auch abzufangen, beziehungsweise auch das Cap zu holen. Kriegt da auch 2 Torpedo-Hits auf die Bismarck und war auch doch ein bisschen erstaunt, dass die Le Fantasque wieder reindreht. Wobei, gut, er hat den Feuersupport durch 2 Secondary BBs. Das ist natürlich viel Damage, der da reinkommt. Aber man darf auch nicht vergessen, ich habe auch ein bisschen Feuersupport mitgebracht und ich kann das auch so ein bisschen tanken. Das darf man in dem Fall auch nicht vergessen.
Lass mich jetzt auch zugehen, weil, wie gesagt, die Secondaries sind maximal unangenehm. Hab mir jetzt gedacht, okay, wenn die Yeezen Yang mir hier einen Smoke legt, um zu gunnen, dann nehme ich den doch einfach und setze mich da rein. Tu ein bisschen Gunboten. Alles, was wir an Damage auf den Gegner bekommen, ist guter Damage. Ist natürlich auch sehr, sehr gefährlich, sich als BB in die Mitte zu stellen, weil gerade in der Mitte ist natürlich die Chance auf ein Crossfire relativ hoch. Bismarck geht raus und damit geht das Illustre Farmen weiter auf der Türpitz. Kriegen auch gleich mal einen Doppelbrand, das ist natürlich sehr, sehr nice, wenn man so instant einen Doppelbrand bekommt, der auch noch Perma ist. In dem Fall war es natürlich jetzt auch wichtig, Druck aufzubauen aufs B-Cap, weil umso länger die DDs auf der A-Seite arbeiten können, umso riskanter wird es natürlich auch für unsere BBs. Ja, weil potenziell ist es natürlich gefährlich mit Lightning und Z23. Die können da definitiv das ein oder andere BB raustorpen. Für mich war jetzt das einzige Risiko wirklich diese Tirpitz. Also der Tirpitz-Kill war wirklich essentiell für mich, weil nur wenn die Tirpitz hier rausgeht, kann ich das Arbeiten anfangen und die Gegner die DDs killen. Da kommt der Kill auf die Tirpitz, damit ist A und B für mich frei und ich kann voll drauf fahren, voll Druck aufbauen auf die DDs. Cap jetzt erstmal das B-Cap und danach geht es für mich auch gleich weiter ins nächste Cap. HP-Pool ist noch grundsolide, ich habe noch einen Heal, also soweit alles im Lot. Wir haben jetzt auch die Vanguard nochmal gespottet, das heißt das BB ist auch in der Position, wo es mir nicht wirklich was tun kann. Unsere Bismarck nimmt hier noch zwei Torps nebenbei. Und dadurch, dass er spotted ist, weiß ich, okay, der DD muss jetzt hier irgendwo sein. Und mache mich jetzt auf die Suche. Ich weiß, die Z muss irgendwo unten sein und die Lightning muss irgendwo hier sein. Wollte eigentlich jetzt mein Radar ziehen, merke, okay, hey, da ist die Lightning. Lightning ist gespottet. Lightning hat jetzt nur ein Problem. Er smoked sich. Und welche Überraschung. Ich habe ein Radar. Das heißt, ich kann ihn jetzt for free farmen. Und das ist halt auch mit einer der Stärken der Orkan, dass ihr den Smoke andere DDs gegen sie verwenden könnt. Ja, ich kann jetzt for free diese Lightning punishen, weil er einen perfekten Smoke gelegt hat, um mich quasi zu covern. Also für mich perfekt gelaufen. Krieg jetzt auch noch das Cap. Das heißt, wir haben auch wieder drei Caps geholt. Und er macht jetzt auch den Fehler, dass er sich da beacht, weil er nicht rumkommt. Und damit kann ich ihn letztendlich finishen. Damit ist die Runde auch wieder sehr, sehr gut gelaufen für mich. Und auch in Bezug auf einen Win sehe ich da jetzt keine große Gefahr mehr.
Da ist jetzt auch die Z23. Der hat jetzt quasi noch eine Gnadenfrist, bis in 40 Sekunden mein Radar wieder ready ist. Muss jetzt hier aber auch clever spielen, weil, wie ihr wisst, die deutschen DDs haben Hydro. Und wenn ich da jetzt zu nah ranfahre, kann es sein, dass er mich mit dem Hydro spottet und mich runterschießt. Killen wird er wahrscheinlich nicht schaffen, aber er kann mich nochmal arg in Bedrängnis bringen, auch mit Torps, weil er weiß, wo ich fahre. Ich weiß nicht, wo er ist. Und das kann für mich sehr, sehr riskant sein. Stell mich auch wieder in Kite. Ich würde immer versuchen, in einem DD-Fight im Kite zu stehen, weil das ist für euch einfach wesentlich besser. Fährt jetzt raus aus dem Smoke. Ich stehe schön im Kite und kann ihn in aller Ruhe dann auch killen. Weil gerade vom DPM hat ein Z23 auch keine Chance gegen eine Orkan mit einem voll ausgebauten Captain. So viel auch zu der Runde. Nächster Sieg. Auch wieder eine gute Runde, die zeigt, wie stark die Orkan sein kann in den richtigen Momenten, wenn man es clever spielt, wenn man sich so positioniert, dass man einen guten Trade gegen andere DDs machen kann. Wir haben 2 DD-Kills und auch wieder 3 Caps. Schauen wir kurz auf die Teamwertung. Hier haben wir auch wieder 2 K-Base, also auch eine sehr solide Runde. Wenn euch das die Mütze spielt Ranked Special zu Orkan gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen oben da. Gerne auch Kommentare, wenn ihr Fragen habt zum Schiff oder auch irgendwelches Feedback. Wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video von mir wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.